Mein Name ist Thomas Geisler. Ich lebe seit 12 Jahren hier in der Fontanestraße mit meiner Familie. Bin hobbymäßig Ahnen- und Familienforscher. Da habe ich eben vor 1,5 Jahren einen Bericht gelesen in einer Zeitung. Es gibt da sozusagen eine Biografie der Straße, ein Projekt der Urania, wo man mitmachen kann. Ich habe dann einen sehr lieben Nachbarn kennengelernt, der schon wesentlich länger in der Straße lebt als ich. Ja, mein Name ist Gareth Dawkins, komme aus Wales ursprünglich, aus Großbritannien. Bin 1956 dahergezogen, mit keinem Wort Deutsch, keine Deutschkenntnisse und bin jetzt schon integrierter Steirer und kann relativ viel davon sagen, weil es hat komplett anders ausgeschaut. Es waren fast keine Häuser da in der Gegend. Es waren als Staubstraßen, die einzige geteerte Straße war die Straßgängerstraße. Wenn da ein Auto gefahren ist und es war eine trockene Zeit, dann hat man eine lange Zeit gebraucht, bis man wieder gesehen hat. Also meine Großeltern wohnen seit Anfang hier, waren einer von den ersten, die da gebaut haben, mit dem Herrn Wolf, der ist dann nachträglich gekommen. Das ist ein Schrotthändler gewesen, da ganz oben. Ich habe gerade erzählt, dass dein Großvater einer der ersten war, mit meinem Großvater das erste Haus da gehabt hat. Das war das erste Haus, das ist ja später gebaut worden. Ja. Ja. Warum ich das alles weiß, ist das, weil früher hat es keinen Fernseher gegeben, kein Radio. Wurde am Abend nach dem Essen, die Jugend musste ruhig sein, dann hat man zugehört, was die alten Leute erzählt haben. Und das ist mir relativ viel geblieben und das ist für mich ja sehr wichtig. In der letzten Zeit mache ich relativ viele historische Spaziergänge in Wetzelsdorf. Das war ein Geräteschuppen, da vorne, wo das erste Fenster ist, da war ein Eingang. Dann ist an diesem kleinen Häuserl ist dazu gebaut worden. Das war ein Ziegenstall. Dann die Seite, wo das Fenster da vorne ist, wo jetzt meine Küche ist, das war ein Schweinestall. George, passt, alles okay. Alles okay. Und in der Zeit, wie die Alliierten bombardiert haben, Graz, da die Kaserne hat fast keinen einzigen Treffer gehabt, außer im Sportplatz drüben. Aber die Häuser da waren betroffen. Und im Haus Nummer 5, da war ein Brunnen. Das ist die Bombe genau im Brunnen, durchs Brunnendach durch, habe ich auf 16 Meter runter und unten explodiert. Dort waren 2 oder 3 Brunnen in der Nähe, die haben seitdem nie mehr Wasser gehabt. Jetzt in der Zukunft wird dann die Straße eine Sackgasse von der Straßgängerstraße, weil da kommt eine Unterführung und wird zweigleisig ausgebaut und da müssen einige Leute auf Grundstücke verzichten. Sie haben ihr einfach gesagt, ja, sie müssen weg, sie können einfach nicht zu ihrem Haus, also müssen sie weg. Und da wohnt eine Dame drinnen, die ist ein Jahr älter als ich, die ist 74, die ist da geboren. Die kann sich nicht vorstellen, woanders hin, in ein Heim und so weiter und das Haus mit ihrer Welt. Das geht die Straße genau in der Hälfte von dem Haus durch. 1914 ist Wetzdorf eine eigenständige Gemeinde geworden und 1945 ist nach dem Krieg ist Wetzelsdorf, das war so in der NS-Zeit zu Groß Graz gehört hat, eingebürgert worden als 15. Bezirk, so wie die ganzen Randbezirke. Und ja, und da hat es eine Schillerstraße schon gegeben in der Stadt drinnen und man konnte wegen der Verwechslung der Schillerstraße nochmal, also hat man die dann in Fontanestraße umgetauft. Ich habe mich ja vorher eigentlich nur mit der Geschichte meines Hauses beschäftigt. Und jetzt im Prinzip mit der Geschichte der ganzen Straße und auch der Menschen sozusagen, die die Straße begründet haben. Ja, mir hat es Spaß gemacht, weil ich mein Wissen weitergeben kann. Und das mache ich unbedingt, also meine Tochter, die muss zuhören auch, dass sie auch das weitergeben kann. Das ist der einzige Krach, den wir haben in der Straße, gell? Ja.